Hallo und herzlich willkommen zu Nackt durch Faerûn. In dieser kleinen Reihe versuchen wir, die verschiedenen Gefechte von Neverwinter zu bezwingen, während wir möglichst wenig bis keine Ausrüstung am Leibe tragen. Das bedeutet, keine Rüstung, keine Artefakte, keine Gefährten und keine Reitierinsignien, soweit es unser Inventar zulässt. Wer sind die wagemutigen bis wahnsinnigen Abenteurerinnen und Abenteurer, die sich dieser unglaublichen Aufgabe stellen? Sokari, Lahin, Tibni, Jordana und ich, Mr. Katafi, euer Let's Playendes Kaninchen, alle zusammen aus der Feierabendgilde. Mit dieser Reihe wollen wir selbst schauen, wie weit wir es ohne Ausrüstung schaffen und auch zeigen, dass es nicht einfach immer nur auf immer mehr und immer bessere Ausrüstung ankommt. Kenntnis der Dungeon-Mechanik, Erfahrung mit dem eigenen Charakter und gutes Teamplay ersetzen ohne Probleme eine große Zahl an Gearscore. Sattelt auf und begleitet die Truppe der nackten Helden. Heute die Torheit des Händlerprinzen. Meine Freunde, die Stadt wird angegriffen. Vor kurzem konnte ich ein Artefakt von einem ehrbaren Händler erstehen. Doch anscheinend war ich nicht der Einzige, der Interesse an und diesem wieder Schatz hatte. Weckt und bewacht meine Wachen. Errichtet dann Barrikaden. Schlagt diese geht zum Hafen. Zum Tor zurück. Wenn ich die Karte richtig deute. Also das Leben als NPC, ich glaube schon sehr, sehr, sehr verwirrend. Was? Warum? Ich weiß nicht. Denn so ein Gefühl. Oh, das wird spaßig. Da bin ich jetzt echt gespannt, ob wir es überhaupt in Form zu schaffen. Dass dieses Artefakt ein solches. Wir müssen diesen komischen Dino wegziehen, sonst haben wir echt ein Problem. Jo, ja. Ich kümmere mich dann darum. Okay. Vor allem, ich habe hier immer Lex. Ich würde dann später auch mit Atta den Eingang zumachen, dann könnt ihr so lange die Wächter aufwecken. Wieso müssen das gerade auch noch die UNT sein? Oh, die finde ich so ätzend mit ihren ganzen CC-Sachen. Ich kümmere mich um die Waffen bei den Lex, die ich werden durch ganz vermehrt. Schützt den Prinzen. Ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht. Bräuchte ein CW beim Eingang, bitte. Unterwegs. Unterwegs. Einer reicht. Ja, wir sind hier fertig. Das ist okay. Gut. Wir sind verstopft hier. Ah. Ja. A8, Morgenverkehr. So soll das sein? Morgenverkehr um 15 Uhr? Ja. A8 hat immer nur Morgensverkehr oder Feierabendverkehr, egal zu welcher Uhrzeit. Nein, hin und wieder ist sie auch frei. Ja, aber dann, wenn der Stau hinter dir ist. Aber selbst morgens um 11 ist noch Morgensverkehr. Unter der Woche. Und der geht fließend über in den Abendverkehr? Genau. Alles klar. Zwischendrin kannst du zwei noch geht nicht, es kommen erstmal noch Gegner. Ihr werdet nun draußen benötigt. Alle, die stürmen sofort alle zum Holz. Ja. Da werde nicht gern Holz vor der Hütte. Wird langsam kalt. Es wird Winter. Wobei es hier nicht so aussieht, als würde es hier jemals Winter werden. Aber ich weiß nicht, ist der Innenhof gesichert? Ja. Ich weiß nicht, hat sich noch nicht entschieden, ob er. Das ob der Innenhof zu. Wirklich. Ja, aber er sagt das mal wieder gerne mal. Der Innenhof ist der Innenhof ist gesichert. Der Innenhof ist gesichert? Ja. Ja, ich hab den Sound eigentlich nie an. Wie im Livestream. Genau. Ja,
Macht das, Wachen. Tut euer Ding. Do your job als Wache. Okay. Hilfe? Ja, ich bin verliebt. In eine Insel. Akzeptiere keine Kritik. Du bist verliebt in eine Festungslaune, in eine Festtagslaune. Ja. Und irische Musik. Na, das sowieso. Irisches Bier. Kilkenny. Aber trinken ist schlecht, ja. Das müssen wir immer wieder betonen. Ja, ja. Aber man kann es ja trotzdem, man kann es ja gerne angucken. Ne? Es ist ja auch optisch eine Bereicherung. Scheiße, ich lieg. Hier rumliegen. Wir müssen, glaube ich, mal anfangen zuzubauen. Irgendwie zwei, drei Leute müssen zubauen. Ja, wenn ihr mich nicht weiter weggeht. Ich auch. Tot. Okay, dann spawnt mal schnell. Ich bleib drüber liegen. Der Weg ist so lang. Liegen bleiben sind doof. Der Innenhof ist gesichert. Oh oh. Ihr werdet nun draußen. Ja. Der Innenhof ist gesichert. Ihr werdet nun draußen. Der Innenhof ist gesichert. Ihr werdet nun draußen benötigt. Tot, tot. Stellt die Barrikadenkarte. Auch tot. Bevor ihr den Außenhof verlasst. Der Innenhof? Der Innenhof? Okay, ich glaube, wir sollten einfach sammeln, oder? Warte mal. Der Innenhof ist gesichert. Ihr werdet nun draußen benötigt. Schatzi, sammeln. Der Innenhof ist gesichert. Ihr werdet nun draußen benötigt. Der Innenhof ist gesichert. Okay, Tibni hat entschieden, wir sammeln nicht. Ich wollte es sammeln, ich bin nur auf das Tor zugelaufen. Es hat mich durchteleportiert. Mhm. Das war die Beschleunigung. Okay, wer baut? Die Leute. Das Ding. Caro baut. Ich? Ich hab relativ schnell Agro als GWF. Kannst aber sprinten. Eben. Aber die CWs braucht man eher zum Halten. Jetzt können wir auch wieder bauen, alle. Jetzt sind sie jetzt nicht wieder tot. Mann, Silber kriegen wir noch hin. Es ist kein Dino im Weg. Oh Gott, Timmy. Survive! Wird mir im Dino jetzt langsam echt interessant. Der kommt ja nicht, zum Glück. Ja, wir haben ja den Hafenweg. Aber woran hast du das gesehen am Anfang schon? Im Intro wird die Karte gezeigt. Wenn du dem Typen mal zuhören würdest. Weißt du, wenn man den NPCs mal zuhören würde, würde man hier sehen, welchen Weg. Achso, ich habe mir die Sequenz, glaube ich, noch nie angeguckt. Ich mir auch nicht. Also, jedenfalls die beiden Male, die ich mir jetzt angeguckt habe, hat das immer gestimmt. Ich weiß ja nicht, ob das einfach statistischer Zufall ist. Ja, da könnte ein Zusammenhang bestehen. Aber ich meine, 2 ist halt keine aussagekräftige Stichprobe. Nee, du musst noch ordentlich Signifikanzintervalle bilden und dann die Signifikanz nachrechnen. Ja, nein. Ach! Der Innenhof ist gesichert. Der Innenhof ist gesichert, oh, das ist gut. Ach, puh, Schwein gehabt. Einfach Daten fälschen, Mann, alle. Ja, das ist so, ist eh viel einfacher. Au! Ich hab nicht mal hingeguckt und wurde getötet. Lebt überhaupt noch einer? Ja, aber ich hab diese Herzchen. Ja. Ich hab's ja umgedreht jetzt. Bringt nichts, ich bin hier. Jetzt Reitchen rufen kann, das wäre doch schön. Nee. Der Innenhof ist gesichert. Ihr zum Glück, der Innenhof ist gesichert. Ja, Gott sei Dank. Der Innenhof ist gesichert. Weiß ja eigentlich einer, ob wir den Innenhof gesichert haben? Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen man könnte es mal gesagt bekommen in dem Spiel, in dem Gefecht, oder? Ja. Ja. Jeder, der ein YouTube-Video über das Gefecht gemacht hat, der diesen Witz schon gerissen, oder? Das ist auch einfach zu gut, dieser Fehler.
Also Brosse, wir haben Brosse angepeilt, ne? Das ist alles erfrischt. Ich find's eher faszinierend, wenn wir es überhaupt schaffen. Das wird kein Ding. Ja, also die größte Herausforderung war der Dino, den wir nicht hatten. Bisschen Glück gehört auch dazu. Ja. Ja, auch das hätten wir bestimmt schon irgendwie geschafft. Ich weiß ich nicht. Also den tanken und wegziehen ist schwierig, wenn man keine Ausrüstung hat. Ach, Timmy schafft das. Vertrauen in ihn. Oh Gott, Liebe. Mag keine Liebe. Ist wieder Liebe. Er will eben nicht, dass es zum asozialen Kamin geht. Ah, zu spät. Chance hat er. Hat sie schon lange das Fell umgefärbt? Ja. Wenn jetzt ein E-Bock-Händchen, keiner versteht mich. Keiner kann nachvollziehen, wie ich mich fühle. Hat sich ein Iro rasiert. Undercut. Der Innenhof ist gesichert. Silber. Yay. Truhe aufmachen? Ach schon, komm. Wenn wir mal da sind. Ich hab nicht mal einen Schlüssel. Hose des Kulturhändlers. Ich kann die Truhe nicht öffnen. Ich auch nicht. Tipp, die sie blockiert hat. Entschuldigung. Hose des Schulterhändlers. Yay. Ja, aber also... Ich glaube auch, dass der Dino oder der T-Rex könnte die wirklich große Herausforderung sein. Gold wird schwierig. Ist halt die Frage, wenn man das mit dem Holz, glaube ich, ein bisschen besser koordiniert. Ich glaube, das war das Problem, dass ich dann zwischendurch weggelaufen bin, ihr deswegen keine Heilung hattet oder so. Das Problem war auch, dass die einem fast One-Hits geben und da muss man sich um die kümmern. Normalerweise kann man sie ja ignorieren und einfach weiter Holz schleppen, aber wenn man das hier zu lange macht ohne Ausrüstung, dann hauen die einen einfach um irgendwann. Tja. Nun gut. Das waren die Gefechte. Jo. Krass. Alle durch. Alle geschafft. Ohne große Herausforderung. Schon wieder für 2 Wochen Material gekriegt. Oh, Schwein gehabt. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.